Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute werde ich euch meine Weekend League Mannschaft für die kommende Weekend League vorstellen. Und falls ihr das jede Woche haben wollt, also ich werde nicht jede Woche die Weekend League spielen, aber falls ich eben spiele, falls ihr da immer mein Team sehen wollt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Und ich möchte euch kurz zeigen, dass es bestimmte Bedingungen gibt für die nächste Weekend League, die jetzt eben ansteht. Und zwar braucht man da ein La Liga bzw. ein Bundesliga Team. Das Ganze kann man auch mixen, aber es müssen halt auf jeden Fall Spiele aus diesen zwei Ligen vorhanden sein und das habe ich eben gemacht und ich möchte euch mein Team jetzt einfach zeigen, ohne lange zu schnacken. Ich werde das jetzt nicht erst bauen, sondern ich werde es euch einfach direkt zeigen, damit es für euch schneller geht und damit ihr direkt einen Überblick habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in 3, 2, 1 und ja, hier haben wir das. Das Team heißt Concentrate und boom, Concentrate ist am Start. Ja, das ist mein Team für die kommende Weekend League. Ich finde es auf jeden Fall mega nice. Das habe ich mit euch zusammen im Stream zusammengebaut. Und da hat auf jeden Fall jeder Spieler ein Rating von mindestens 82. Das ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend, aber ich finde, das sieht irgendwie mega nice aus, das Team. Und dann würde ich sagen, gehe ich die Spieler einfach mal durch und sage ein paar Worte zu ihnen. Also, Navas hier im Tor ist ein konstanter Keeper. Der hat einmal einen Fehler gemacht, aber ich weiß nicht, in wie vielen Spielen. Hier seht ihr, mein Verein 40 Spiele, mit dem habe ich schon eine ganze Weekend League gespielt, da hat er eben einmal einen krassen Fehler gemacht, aber sonst war er mega gut und hat mir mega, mega viele Tore gesaved, also er hat die Tore verhindert, sage ich mal, und das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Marcelo habe ich jetzt gerade zum ersten Mal ausgetestet und der ist mir sehr, sehr, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der hat einen positiven Eindruck gemacht, der ist halt extrem ballsicher, sage ich jetzt einfach mal, und man merkt einfach dieses 86er Rating, die 4 Sterne Skills. Der ist zwar nicht der allerschnellste, aber er hat halt auch ein gutes Dribbling, also die Ballkontrolle und so von ihm, die hat mich echt beeindruckt. Und dann haben wir Pepe, der ist hinten ganz, ganz sicher, den habe ich für 40.000 gekauft, habe auch erst ein Spiel mit ihm gemacht, aber der ist auch wirklich ganz, ganz sicher hinten und spielt eigentlich ähnlich wie Varane. Varane habe ich schon ganz, ganz oft gespielt, 85 Mal um genau zu sein. Der ist auch richtig groß und richtig gut defensiv, also Varane ist wirklich ein super Innenverteidiger für wenige Coins. Juanfran habe ich auch schon sehr, sehr oft gespielt und der ist einfach nur ganz safe rechts außen, also der macht da nicht viele Fehler. Mal schauen, vielleicht werde ich mir noch irgendeinen anderen Rechtsverteidiger holen, der vielleicht noch ein bisschen besser ist, aber ich denke mal, Juanfran passt da, denke ich, ganz gut. Also man könnte zum Beispiel auch Carvajal nehmen, aber ja, ich bleibe jetzt einfach mal bei Juanfran. Dann gehen wir weiter zu James Rodriguez, den habe ich auch erst einmal gespielt, aber in Footdraft hatte ich ihn schon ein paar Mal und da war er eigentlich auch immer gut, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den auch rein in die Mannschaft. Das ist eher einer für die Offensive und hier haben wir dann eben zwei defensive Spieler. Der erste ist dann Casemiro, dem habe ich den Chemistry Style Anchor gegeben, dass er hier eben bisschen Tempo aufnimmt und dann aber auch für die Defensive und ja, Physis, dass er da ein bisschen Plus bekommt. Der ist nicht der schnellste, aber der ist mega, mega gut. Ihr seht es auch, ich habe den 57 Mal schon gespielt und der hält da hinten wirklich dicht und dem habe ich dann auch noch gesagt, dass er hinten bleiben soll bei Angriffen, also bei den individuellen Taktiken. Da kenne ich mich leider noch nicht so gut aus. Ich zeige euch das einfach mal. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal im Stream alles mir angeschaut und hier habe ich den Druck und die Aggressivität ein bisschen verändert. Abschirmen habe ich eingestellt und dann habe ich auch noch ein paar individuelle Spielanweisungen gemacht. Also hier bei Spielanweisungen kann man das dann ja so einstellen. Bei Casemiro habe ich eben eingegeben, hinten bleiben bei Angriffen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ich dafür Spielanweisungen machen soll. Also falls ihr euch da wirklich gut auskennt, dann gebt mir da bitte ein bisschen Tipps. Ich will aber allerdings nicht zu viel verändern zu dem, wie es vorhin war. Also ich habe da ein bisschen Schiss, dass ich dann irgendwie einen Fehler mache oder so und dann ist auf einmal alles offen und das ganze Team ist komplett für nichts. Aber ja, mal schauen. Ich werde das Team bis Freitag noch ein paar Mal testen und da das auf jeden Fall dann selber auch noch ein bisschen anpassen. Die Außenverteidiger, die bleiben auch hinten bei meinen Angriffen. Und ja, dann gehen wir weiter zu Gustavo. Der bleibt nicht hinten bei den Angriffen. Den habe ich bei dem habe ich einfach alles ausgeglichen gelassen. Das ist halt eine mega gute Karte, vor allem weil es die Movember-Karte ist und die halt noch ein Physis-Upgrade hat. Ja, mittelhohe Arbeitsraten sind perfekt für ihn und der ist auch richtig gut, finde ich. Und dann kommen wir zum nächsten Spieler und das ist Costa. Der hat halt 5 Sterne Skills. Das ist aber gar nicht so ausschlaggebend für mich, aber der ist mega, mega schnell und das hat mir mega gut gefallen. Und der hat einfach mal in einem Spiel gleich ein Tor gemacht. Das hat mir auch gut gefallen und 2 Torvorlagen. Also ich habe den einmal gespielt, der hat 2 Torvorlagen und 1 Tor gemacht. Also den werde ich auf jeden Fall da spielen lassen. Und dann haben wir vorne Benzema mit dem Chemistry Style Hawk. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot. Mit dem habe ich auch schon sehr, sehr viele Spiele gemacht. Ihr seht es rechts, 55 Spiele, 39 Tore. Das ist sehr, sehr gut, finde ich. Und deswegen bleibt er auf jeden Fall vorne drinnen. Und dann haben wir noch Bale. 126 Spiele, 37 Tore. Das geht in Ordnung, weil ich habe den halt auch oft im rechten Mittelfeld spielen lassen früher. Ja, 4 Sterne Skills, Hunter Chemistry Style, 94 Tempo,
bekommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manager habe ich dann noch einen brasilianischen genommen, sodass wirklich jeder auf 10 Chemie kommt, so wie ihr es hier sehen könnt. Und ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Hinweise hin zu den Spieleranweisungen und zu den individuellen Taktiken, was man da so ändern sollte, was eurer Meinung nach am besten ist. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Ich finde das Team auf jeden Fall mega gut und ich hoffe, dass wir uns damit beweisen können. Ja, Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.